sehen, sehen, hören und wahrnehmen mit ihrem Verstand und Herzen. Ich will an die Tür und das Herz eines jeden Menschen klopfen, der noch schläft und wahnhaft oder unter dem Programm der Matrix ist. Es gibt Controller, Manipulatoren, die jede Regierung und Politiker, militärische und finanzielle Strukturen zu kontrollieren. Gleichzeitig gibt es viel Wahnsinn in der Welt der sich durch jene Strukturen, Regierung, Banken, Konzerne Hollywood und Mode USW manifestiert, die die Matrix der Versklavung darstellt, die auf der Erde vor unserer Geburt entstanden ist hier. Und alle Institutionen der Bildung, Medizin und Pharma und viele Branchen sind für diese Matrix im Automatikmodus arbeiten. Menschen verhalten sich wie programmierte Roboter, ohne sich selbst zu bemerken. Und die Frage ist, warum ist es so und wer baute diese Matrix und für was? Warum ignorieren wir Geographie, Wissenschaft und wahre Erkenntnis auch einfacher Dinge? Wer hält uns ignorant und beschäftigt arbeiten für die Matrix und warum? Wir sind wie ein Schaf und wie Bestand, der eine unnütze Routine namens Arbeit nennt und dafür bezahlt wird, nur knapp genug um zu überleben. So Offenbarung Nummer Raute 1 Unsere Erde ist eingedrungen und besetzt von Eindringlingen. Wer sind sie? Sie sind nicht Amerikaner, Zionisten. Illuminati oder andere Gruppen. Diese bekannten Namen existieren, aber diese Gruppen sind nur Puppenspieler und Sklaven der Eindringlinge Controller, der einzige Unterschied ist. Sie haben mehr Geld für ihre Arbeit, Dienst für die Controller zur Verfügung. Wiederholend, unsere Erde ist bereits vor 40.000 Jahren eingedrungen und versklavt. Doch unsere Erfolgsgeschichte hat sich erst vor 250 Jahren bewährt. Ich werde diese Controller, Global Predators, aus Gründen der Bequemlichkeit des Videos nennen. Tatsache ist, dass sie von diesen globalen Raubtieren erzeugte Matrix nicht nur die Körper des Menschen, sondern auch ihre Seelen vergiften konnte. Vor langer Zeit lebten wir friedlich ohne Geld, Wut, Rache eifersucht gier lust lust auf geld perversion betrug und lügen unwissenheit und viele andere merkmale die den charakter des modernen menschen zusammenfassen modernen gesellschaftsstandard infolgedessen werden die menschen von einem virus eingedrungen das ihnen nicht erlaubt zu sein wer sie im wesentlichen und an der wurzel unserer natur sind ein mann sieht sich nur sieben prozent dessen was er ist und das Gehirn arbeitet mit nur drei Prozent seiner Kapazität. Aber vor nicht allzu langer Zeit hatte der Mensch Wissen und Weisheit und benutzte sein Gehirn zur vollen Kapazität nicht nur das Kopfgehirn, sondern auch das Wirbelsäulengehirn und diejenigen, die sich im Magen und im Solarplexus befanden. Und im Wesentlichen, dass das Virus mutiert, sodass es in jedem Aspekt unserer modernen Gesellschaft manifestiert. Und alle diese Technologien angewendet, die in der Welt als Mode und populäre Trends manifestieren, in Wirklichkeit Umwandlung von Menschen in Rinder und Schafe, die von globalen Raubtieren kontrolliert. Wer ist dieser globale Predator? Beispiel für die Wissenschaft gibt es keine Gravitationskraft oder Feld, das sie lehren uns in den Schulen. Und unsere Erde dreht sich nicht um die Sonne und der Mond dreht sich nicht um die Erde. Warum lehren sie uns falsche Wissenschaft und Theorien, so was unsere Erde aussieht. Ist wichtig zu wissen und zu verstehen. Unsere Erde ist nicht flach, aber nicht so wie die NASA auf dem Bild zeigt. Es ist irgendwie kugelförmig und flach zusammen, wie wenn man den oberen Teil eines Basketballs schneiden und es mit einer Wand aus Eis umgeben. Also schauen wir uns das Bild an, wie unsere Welt aussieht. Es sieht aus wie eine riesige Kugel, die viele Planeten, Milliarden, wie unsere in einer warmen Struktur enthält. Unsere Vorfahren nannten die benachbarten Planeten Jertogi und jeder kleine Teil ist ein Planet ähnlich unserem. Und jeder Planet Jertog hatte Namen, von denen unsere Ahnen wussten. Unter den folgenden Namen Jertog Devi Vepria Shuki Zmei etc. wie Sie sehen können. Das Bild der Tiere sind die Namen der verschiedenen Chertogs. Es gibt ein russisches Märchen, Skazofiniste Jasnom Sokole, wo ein junges Mädchen durch verschiedene Planeten, Chertogi, reist und dort wandert. Also zurück zur Struktur der großen Kugel. Auf dieser riesigen sphärischen Oberfläche ist der Radius der Kurve jedes Planeten so groß, dass die Oberfläche des Planeten mit einem großen Radius gekrümmt ist. Nicht flach, aber fast. Ich hoffe, Sie verstehen die einfache Geometrie. Diese riesige Kugel schwebt im Raum. Wir sind nicht allein im Raum. Unsere Nachbarn sind nicht so weit weg, wie man auch auf dem Bild der riesigen Kugel sehen kann. Nehmen Sie sich Zeit, die Informationen wahrzunehmen und zu verarbeiten. Nehmen Sie sich Zeit, haben eine Tasse Tee. Nun schauen wir uns unseren Platz an, unser Zertork namens Midgard. M, mein. Die Dom bedeutet Heim, gab Bewegung, er Licht, die bedeutet Dobro, Güte. Mein Haus, das durch Licht und Güte, Güte bewegt wird. Mit Gart. Und jeder Planet, Chertok, auf dieser riesigen Kugel, es gibt Milliarden von Chertoks, haben die gleiche Größe und Struktur, aber auf einem anderen Stadium der Evolution. Und mit unterschiedlichen Anteilen von Kontinenten und Ozeanen. Jedes Chairtock ist umgeben und von einer Eiswand umgeben, wie eine Zylinderform und oben mit einer Membran als Kuppelstruktur bedeckt. Und die ganze Struktur eines Chairtocks ist in einer sechseckigen Querschnittszelle wie eine Wabe. Wie Sie im Movieclip sehen können, wo die große Eiswand ist. Am Anfang gab es menschliche Wesen auf jedem Chertok-Planeten und in jeder Chertok-Zelle kann der Mensch eine andere Farbe, schwarz, rot-gelb, weiß und eine andere Größe, aber menschlich sein. Sie können auch verschiedene Augenfarben haben. Wie Sie wissen, haben wir auf unserem Planeten so viele verschiedene Farben und Arten von Menschen, das beweist den Punkt. Wie Sie sehen können gab es Riesen in unserem Chertok? außerdem sie waren hilfreich, um einige Gebäude zu errichten, die die Stärke und Größe eines Riesen erfordern. Sodass die Existenz von Riesen hängt vom Klima und Ökologie des Chertok, Sauerstoff, Inhalt der Atmosphäre, Sonnenlicht, Anzahl der Sonnen etc. Was bedeutet das Mittelanzahl der Sonnen? Wie viele Sonnen? Der Chertok kann drei Sonnen haben, zwei Sonnen können wie eine Lampe sein, und wenn die Lampe geändert wird, können wir vorübergehende Dunkelheit haben. Sonnenfinsternis. Wie Sie auf dem Bild sehen können, gibt es eine Sonne und Mond und Sterne am Himmel, die etwas Licht über unserem Kopf auf der Kuppelmembran, die unsere Haustier aus dem Weltraum zu produzieren. Alle Sterne und Wolken, die während der Nacht- und Tageszeit am Himmel erscheinen, werden erscheinen und manchmal passieren sie zufällig als fliegendes Objekt. Ein Clip aus dem Film The Truman Show 1998 beweist den Punkt. Jetzt über die Sonne: Die Sonne, wie wir sie aus Schulbüchern oder NASA-Informationen kennen, ist nicht wahr. Die Sonne ist nicht so weit weg, sie liegt direkt oberhalb von uns in einer Entfernung von 3000 Kilometer. Künstliche Sonne unter der Kuppelmembran und der Mond, den wir am Himmel sehen, ist kein echter Mond, es ist ein Hologrammbild. Aber was verbirgt sich hinter dem Bild? Es ist eine gute Frage. Was verbirgt sich hinter dem Hologrammvorhang? künstliche Raumsonde hinter dem Mond, Hologramm, Vorhang und am Anfang gab es drei Monde. Sie wurden Vater, Lilia und Messiak genannt. Messiak ist unser heutiger Mond. Wir definieren Arche. So nannten unsere Vorfahren Raumfahrzeuge. Die Arche, Raumfahrzeuge führten alle Arten von Militär- und Forschungsaufgaben durch. Lassen Sie uns jetzt nicht darüber reden was mit den beiden anderen Archen Raumschiffe Vater und Lelia geschehen ist, die tatsächlich in den vedischen Schriften beschrieben wurden. Die Leute mögen denken, dass dieser Mond eine Art feindliches Handwerk ist, das uns beeinflusst, Sklaven zu programmieren und unsere Energie von Emotionen von Verlust, Stress, Leiden und Verschlimmerung etc zu ernten. Der Name dieser Energie heißt Gefer. Diese Energie von Leiden, Schmerz und Verlust ist die Nahrung für dämonische Wesen, aber ich kann sagen, dass unser Mond ALK ein Raumschiff ist, in dem unsere Freunde tatsächlich wohnen. Sie sind Menschen, und wenn man bedenkt, dass sie von Raumfahrzeugen in ihren Träumen und so getroffen wurden. Waren sie tatsächlich im Inneren des Mondes Raumfahrzeug auf den anderen Schertox? Es gibt auch Kuppelmembranen und es gibt Sonnen und Monde über ihren Köpfen. Wie viele sind von der Situation abhängig, sie können überhaupt keine Sonne haben. Sie können eine andere Atmosphäre, unterschiedliche Flora und Fauna, unterschiedliche klimatische Bedingungen haben. So können die Menschen scheinen unterschiedlich zu sein. Basiert auf verschiedenen Klima- und atmosphärischen Bedingungen eines bestimmten Planeten Chertok. So hat jeder Zelle Chertok-Planet seine eigene Membran mit Sonne und Mond, Atmosphäre und Klima. Und es gibt Menschen, die wie wir aussehen, sich aber in Farbe und Größe unterscheiden können. Es gibt auch Ebenen, wenn wir tiefer in die große Sphäre gehen. Und es gibt auch Zellen in einem Wabenmodel gibt und die Ebenen werden durch Wasser geteilt, wie sie auf dem Bild zu sehen. So ist es wie Schichten einer mehrschichtigen Struktur. Es gibt Zellen auf der ersten Schicht dann Ozeane darunter und weiter unten eine andere Schicht mit Ozeanen darunter und in den Ozeanen darunter sind gigantische Wale und Schildkröten, die dort leben. Wie viele Schichten gibt es? Kann jetzt nichts sagen wahrscheinlich sieben oder acht Schichten. Nun, wenn die Zelle bleibt ohne das Leben dort, die Zelle ist die Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Struktur, werden die Ozeane von der Oberfläche des Planeten verschwinden und es wird von einem soliden Kontinent bedeckt werden. Und es wird wachsende Bäume und Felsen werden. Der Zustand dieser Zelle ist gefroren, und wenn es Zeit ist, das Leben dort zu aktivieren kommen die Wale unter den Planeten und erwärmen es bis zu einer bestimmten Temperatur und das Leben beginnt dort zu keimen und die Wale werden dort von Riesen gehalten, Schildkröte. Die Schildkröte lebt und schläft dort seit Millionen von Jahren. So betrachten wir das Design und die Struktur unserer großen Sphäre und die Frage ist, wer ist dieser globale Predator? Die Zellen dort unten auf den tieferen Ebenen haben Kreaturen, die möglicherweise nicht wie Menschen aussehen, und ich bin davon überzeugt, dass die Eindringlinge, Raubtiere, die die menschliche Rasse eingedrungen und versklavt auf unserer Planetenzelle mit Gatt von den unteren Ebenen kam, eine Art von vereinten Konglomerat unter Raubtieren. Wenn wir also unter unseren Freunden und Vorfahren, die sich in benachbarten Chertoks befinden, Götter nennen, wie Swarog, Perun und andere, so gibt es dunkle Wesen, darunter auch mächtige Wesen, die leben und brauchen, um auf menschliche Energie, die in der Natur vampirisch-dämonisch sind, wie Wildsviuf, Molo und andere zu ernähren. Wann haben sie in unsere Erde Midgard eingedrungen? Und in welchem Stadien sind wir damals? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie lange wir Menschen in unserer Midgard-Erzelle gelebt haben und wie die Geschichte, die Sie uns in den Schulen über die menschliche Geschichte lehren, eine totale Lüge ist. Wir sind schon sehr lange hier und wir wurden die Erux-Leute genannt. Dieser Name bedeutet einfach Sein des Lichts. Es ist nicht eine Nation oder genetische Code-Definition, es bedeutet Sein des Lichts. Es gibt auch einen anderen Namen Ariens, das bedeutet die gleichen Menschen des Lichts, Menschen mit Licht in den Geist und Herz. Wir Menschen hatten auf unserer Midgard-Erde seit ungefähr 1,5 Milliarden Jahren gelebt. Die Midgard-Bevölkerung zu dieser Zeit waren Menschen von Licht, Menschen mit Licht in den Geist und Herz. Vor 1,5 Milliarden Jahren kam der Kapitän Svarog auf einem Raumfahrzeug von einem anderen Shertog zu unserer Midgard-Erde und gründete eine neue Siedlung. Eine Art Ökodorf von erux Menschen hier, Lichtwesen. Es gibt viele russische Märchen, einer von ihnen spricht darüber, wie Svarog eine Ente schickte, um Erde für die Besiedlung zu finden, und warum die Ente einen roten Schnabel hatte. Jetzt werden wir auf die Zeit von 40.000 Jahren springen, als Gott Perun in einem Raumfahrzeug zu Midgard Erde kam und hier ist, was er sagte, die Menschen von Midgard, mein Name ist Perun, Sohn von Svarog. Ich komme aus einem anderen Shetok, asgat urai zemli Nevis, neu wo der Fluss fließt, ja. Es wird mal hier auf der Midgard-Erde sein. Wenn dunkle Wesen aus den unteren Shetoks ankommen werden und sie werden versuchen, sich hier auf der Midgard-Erde zurechtzufinden und zu versuchen. Lügen zu täuschen und zu betrügen und Menschen mit vielen Mitteln und ihren klugen Wegen zu überlisten, sie werden versuchen, ihre Frauen zu heiraten und werden viele schreckliche Dinge zu ihrem Platz und zu ihren Leuten tun. Ihr Ziel ist es, die Seelen der Einheimischen von Midgard zu vergiften, damit ihr nicht in der Lage seid, die Erde von Asgard zu erreichen. Nun war der Grund, warum sie uns damals warnen, wegen des Krieges, der mit düsteren Wesen auf vielen anderen Zellen, Chertogs, der Bix IV vor sich ging, so dass sie wussten, dass dunkle Truppen planten, Midgard Erde zu besuchen und zu vergiften. So mussten wir die Eindringlinge, Räuber mit unserer eigenen militärischen Macht zur Verfügung zu der Zeit zu treffen und stehen und verteidigen unser Land und die Menschen auf das Beste unserer Fähigkeiten. Hier sind einige der Worte der Weisheit, die uns von unseren Vorfahren überlassen wurden. Folgt nicht den dunklen Wegen, sondern den Wegen der Leichtigkeit und des Lichts, denn diejenigen, die düstere Wege gehen, werden umkommen. Hör nicht auf diejenigen, die Lügen sprechen und betrügen. Sondern die Wahrheit erkennen. Hört nicht auf diejenigen, die sagen, dass das Leben endet. Und hört nicht auf diejenigen, die sagen, dass euer Nächster euer Feind ist, sondern hört auf diejenigen, die sagen, dass euer Nächster euer Freund ist. Lesen Sie die Worte der Weisheit drei Tage die Woche. Die Woche war neun Tage zu der Zeit am 3., 7. und 9. Tag der Woche und denken Sie daran. Wie wir die Schlacht mit dunklen Einheit gewonnen, Koshi und brach das Ei des Bösen, war der Mond Lelia, ein Raumschiff von Koshis, und das verursachte die Flut. Erinnern Sie sich die 15 Jahre Reise von Darialand nach Rassenialand und das Fest- und Feiertag einer erfolgreichen Reise nach der Sinnflut und wie wir mit unseren Vorfahren unser 16 ja, nach der Reise nach Rassenia ja, gefeiert. Essen Sie nicht das Essen, das Blut auf sie hat, sondern essen Sie Lebensmittel, die sauber von Blut, die Nahrung, die auf den Feldern, Gärten und Wäldern des Landes wächst, dann werden sie nicht erkranken und leiden an Krankheiten. Erinnere dich an deine Vorfahren und verteidige deine Brüder und Schwestern und Mutter. Deine Töchter und Söhne und erinnern sie sich ihre Verwandtschaft und ihre Verwandten, sei nicht eifersüchtig auf Luxus und Pracht fremder Länder, aber denk daran, dass du selber Wunder machen kannst, versuche nicht diejenigen zu überzeugen, die nicht auf die Worte der Weisheit hören wollen. Anführungszeichen So drängen Invasoren Raubtiere in das Land von Midgard vor 40.000 Jahren ein. Die Raubtiere nutzten die Taktik der Feiglinge. Sie gingen nicht zur offenen Schlacht, stattdessen griffen sie Orte an, wo sie keine vernünftige Verteidigung finden würden. Und langsam allmählich erfasst einen großen Teil des Landes unter ihrer Kontrolle mit allen Arten von Technologie, Geld, Drogen, Alkohol etc. und intelligente Geräte. Sie pflegten, die Leute von Midgard zu täuschen und zu täuschen. Sie fingen Leute wie wilde Tiere, meistens Frauen und Kinder ein. Also konnten sie ihre geistige und psychologische Konfiguration ändern, um ihre versteckte Tagesordnung zukünftig zu dienen und Frauen wurden für die Züchtung der Mutantenarten verwendet. Um in ihren versteckten Plänen und Tagesordnung verwendet werden. Die Leute waren sich bewusst, was in Midgard los war, aber es gab nicht viele Ressourcen, um es zu stoppen. Unsere Vorfahren verwendet, um Pyramiden als Portale zu bauen und zu benutzen, um in verschiedene Chertoks zu bewegen. Diese Pyramiden unterscheiden sich von den ägyptischen Pyramiden. Die wirklichen Pyramiden sind an vielen Orten der Erde verborgen, in den Dschungeln und Wäldern und unter den Ozeanen. Die Pyramiden haben viele Funktionen. Aber wir sprechen hier über das Bewegen von einer Zertokzelle zu der benachbarten Zelle. So wurden mit der Zeit allmählich die Menschen vergiftet, infiziert mit dem Virus von Raubtieren gebracht. Und die Bevölkerung von Midgard wurde in zwei Teile geteilt. Im Westen bildeten die Zivilisation von Atlantis Mutanten von Eindringlingen und im Osten gab es noch Menschen des Lichts. Die Menschen des Lichts lebten in Harmonie mit dem Land. Sie hatten ein Wissen, wie sorgfältig und fürsorglich wir für die Mutter Natur sein mussten. Ihre Wege waren spirituell und magisch. Und die Bevölkerung von Atlantis entwickelte Hightech-Sachen und Industrien, die wir heute in der modernen Gesellschaft haben. Die Atlantischen Leute machten eine Menge Erforschung der Mineralien der Erde, wie wir heute sehen, die Ergebnisse, die wir am Grand Canyon in Arizona sehen. Und an anderen Orten und alle Arten von Perversion, die in den Bildern zu sehen sind, sie waren völlig von den Raubtieren programmiert, um ihre teuflischen, vampirischen Sachen zu tun. Und Perun sagte: Wegen des Einflusses der Raubtiere werden die Menschen die Weisheiten unserer Vorfahren vergessen und viele verrückte und verkehrte Taten vollbringen. Perun, der Sohn zwar Rox, sagte, es werden Kaufleute und falsche Propheten geben, die euch Lügen und Geschichten erzählen werden, um euch in ihre bösen Wege zu locken. Die Menschen werden anfangen, ihre bösen Dinge zu tun. Die hier angegeben sind Lust, Lüge, Betrug, Unwissenheit, Faulheit, Sorgen und befriedigende Bauchgewohnheiten, Mangel an Selbstverantwortung und Entscheidungsfindung. Diese bösen Wege halfen den Manipulatoren, Konflikte und Kriege zwischen Menschen zu verursachen, Midgard. Wahrscheinlich haben Sie in den Vedischen schriften über Kali Yuga die Nacht des Schreckens und des Verlustes gehört. Ich werde diese Phase eine Art von Putting Menschen in einen wahnhaften Schlaf, dass sie nicht einmal wissen, was sie tun. Das letzte Mal geschah dies auf unserer Midgard-Erde vor 250 Jahren. Jetzt zurück zu unserer wirklichen Geschichte, Geschichte vor 13.000 Jahren. Atlantis wurde stark genug, um als eine Waffe gegen die benachbarte Bevölkerung von Midgard verwendet werden. Sie fingen an, zuerst das Land Hyperborea anzugreifen. Sie nutzten Atomwaffen und das war ein schrecklicher Krieg, der sowohl Atlantis als auch Hyperborea zerstörte und die Manipulatoren mussten die Menschen in einem gewissen Ausmaß retten, weil sie sie als wie Unscharfbestände benutzen und missbrauchen wollten heute in unserer modernen Gesellschaft. Während des Krieges vor 13.000 Jahren wurde die ALK Mondraumfahrzeug Lilia zerstört, weil sie von unseren Feinden gefangen genommen wurde und wir mussten sie in die Luft sprengen. Das war ein Verlust, aber es zerstörte die Hauptkräfte unserer Feinde, die es uns ermöglichen, bis heute zu überleben. Hier sind einige von Peruns Worten. Ihr erkennt eure Feinde durch ihre bösen Wege. Sie setzen eine Menge make ab und sie kennen beide Geschlechter, männlich und weiblich, zur gleichen Zeit. Und sie sind heimlich verstecken ihr Aussehen aus der Öffentlichkeit. Nun über Kriege, jegliche Kriegshandlungen und Aktionen auf jedem Land führen zu einem Verlust der Bevölkerung auf beiden Seiten, so dass die Raubtierebevölkerung Kinder, Waren zu stillen und die Kontrolle über das Land zu nehmen. Sie interessieren sich nicht für den Sieg für jede Seite. Sie haben ihre eigene versteckte Tagesordnung. Peruns Worte, es wird eine Menge von Kriegen geben, die die Bevölkerung der Menschheit auslöschen werden. Und mehr Tote von Menschen geben den Raubtieren Energie. Der einzige Zweck aller Taten des globalen Predators ist es die verbleibende Population nach Kriegen in gehorsame Rinder und Schafe umzuwandeln. Sie können heute eine Menge Leute treffen, die sagen werden, ich will nichts wissen. Ich genieße meine Arbeit, mein Haus, mein Auto und mein Supermarkt. Ich liebe mein gegenwärtiges Leben und sehe hier keine Sklaverei. Die Bevölkerung, die nach Krieg und Unfall zurückgelassen wurde, wollte Leben und Nahrung und Schutz haben, sie sind fast bereit, Gehorsames wie zu werden. So gelang es den Raubtieren nach all den Unglücksfällen mit Gatterde in verschiedene Regionen, Kolonien, Länder mit verschiedenen Sprachen und Religionen und Sitten aufzuteilen. So wird es leicht sein, sie in Konflikt oder Konkurrenz zu stellen und leicht zu manipulieren und zu kontrollieren. So vor 7524 Jahren begann die Schaffung unserer Welt in stark Kathedrale. Eines der Werkzeuge des Global Predator ist es, das Gedächtnis auszulöschen, indem man die Kalender so oft ändert und die Geschichte alle 200 Jahre neu schreibt. Aber unser Gedächtnis ist lebendig und tritt, weil es in unseren Genen ist. Genetischer Codespeicher. Nun. Ein Beispiel des historischen Krieges vor 7524 Jahren war zwischen der RUS-Bevölkerung und dem Land, wo China jetzt ist. Das endete mit dem Sieg des RUS-Volkes. Und deshalb gibt es heute an der Grenze eine Mauer in China. Das ist ein weiterer Grund, dass der neue Kalender geschaffen wurde und alte Bücher verbrannt wurden. Es war ein Krieg vor 250 Jahren, der die vorherige Zivilisation des Errugsvolkes ausgelöscht hat. Irgendwo um 1780, wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, versuchen die Räuber immer, die Oberfläche der Erde nach dem Wischen aus der Zivilisation zu reinigen damit sie den Platz für neue wie und scharfe Menschen vorbereiten können, damit sie nicht wissen, was hier vorher war. Aber zum Zeitpunkt der letzten Ausrottung war der Angriff der Raubtiere beabsichtigt, endgültig zu sein, weil die vorherigen abgerissen und getötet fast alle Weisen, Zauberer und Wesen, die die magischen Künste kannten, Lelia, die Ache, unsere Raumfahrzeug, wurde vor 13.000 Jahren zerstört. Dann wurde die Vater Arche mit einer Atomwaffe zerstört und eine Flut verursacht. Es gibt ein Denkmal für Vater Ark im Vatikan, das Sie heute sehen können. Das Denkmal erinnert an den Sieg der Raubtiere über die Menschheit. Nun eine interessante Tatsache. Warum ist so viel Salzwasser auf der Erde? Wie Sie sich erinnern, wurde es erwähnt, dass ursprünglich auf Midgard-Erde gab es keine Ozeane. Und sie erschienen aufgrund viel Arbeit von leistungsstarken Kreiselbagger, Ausgrabungen von Felsen und Mineralien, ZB. Der Grand Canyon in Arizona auf der ganzen Erde und die Mutter Natur musste die riesigen Höhlen mit Wasser füllen, denn im Naturgesetz sollte es keine Leere geben. Das ist der Grund, warum wir zwei Drittel RDS der Oberfläche des Planeten haben, der mit Wasser bedeckt ist. Ein anderer Hinweis, wann eine große Raumsonde Vater Arche zerstört wurde, verursachte Überschwemmungen und das spiegelte sich in biblischen schriften als sinnflut wieder das einzige wichtige detail ist dass vater arche vor nicht allzu langer zeit zerstört wurde und eine andere merkwürdige beobachtung ist dass es gebäude und architektur gibt die Sie auf jedem Kontinent, Land heute mit herrlicher Kunst des Designs und der Pracht mit sehr ähnlichen Details fast finden können, als ob es einen Architekten, Erbauer gab, der sie überall baut. Und die Bücher werden uns erzählen, dass sie alle im 18. und 19. Jahrhundert erbaut wurde. Aber erstens gab es zu dieser Zeit nonstop Kriege und auch wenn man die Details der Gebäude untersucht, hatten sie alle Arten von Futtermitteln dort, Elektro-, Gas-, Abwasser-, Rohrleitungen, Wasserleitungen etc., und das passt nicht zu der Beschreibung des 18. Jahrhunderts, als man Kerzen für die Beleuchtung benutzte. Nun, die gleiche Art von Architektur deutet darauf hin, dass zu der Zeit diese Gebäude gebaut wurden. Gab es ein Land und eine Zivilisation in der gesamten Midgard-Erde? Das ist unser Planet, obwohl es Unterschiede mit einigen Orten wie China und anderen Orten gibt aufgrund der Tatsache, dass die Raubtiere, nachdem sie die Bevölkerung ausgelöscht hatten, ihre Sklaven aus verschiedenen Shardok-Zellen zu unserem Planeten brachten. Das ist, warum es eine andere Kultur und Architektur gibt, die Sie heute in Asien finden können. Und Sie können die verschiedenen Menschen heute in Afrika und Asien zu finden. Und sie wurden hier von den Raubtieren aus verschiedenen fast gelavten der großen Kugel gebracht. Die Spuren der Sinnflut sind zu erkennen, wenn die Gebäude sorgfältig analysiert werden können Sie sehen, dass alle alten Gebäude sind drei bis fünf Meter, eins oder zwei Etagen unter dem Boden. Und diese Phänomene für alte Gebäude gibt es heute auf jedem Kontinent. Wenn man heute die Oberfläche der Erde betrachtet, ZB, mit Google Maps, sehen Sie eine Menge Spuren von riesigen Ausgrabungsarbeit von den Raubtieren in der ganzen Erde durchgeführt. Und eine Menge Ausgrabungen von Mineralien geht auf dem Gebiet der USA, so sehr wenig Land bleibt, um den Kontinent heute zu unterstützen. Eine Analogie wäre. Als würde man eine Pyramide umdrehen, nun noch eine andere merkwürdige Tatsache, es gibt sehr wenige Orte, wo man riesige Bäume, Kalifornien, Mammutbäume und andere sehen kann wo ihr Alter mehr als 1,000 bis 2,000 Jahre beträgt und fast alle übrigen Wälder wurden vor etwa 250 Jahren künstlich gebaut, um sich zu verbergen das Verbrechen, das auf dem Planeten und der Bevölkerung von den Raubtieren getan wurde. Wie Sie in alten Bildern sehen können, gab es vor 200 Jahren keine Bäume. Und noch eins Dinosaurier waren mit Menschen vor 250 Jahren und auch Mammuts koexistent. Was sie tötete, war ein Atomangriff und der daraus folgende nukleare Winter nach dem Ereignis vor 250 Jahren. Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge von Höhlen mit unterschiedlichen Durchmessern. Nachdem die Atombomben vor 250 Jahren auf der Erde gelandet sind, sie können auch auf Google Maps gesehen werden. Es gibt mehr Beweis, Sie können die alten Gebäude bemerken. Dass Schritte und hohe Türen, Decken für große Leute 14 Fuß groß und kleine Leute 6 Fuß groß sind, der Grund ist, dass hier auf der Erde große und kleine Leute waren, zusammen existieren. Die Riesen wurden wahrscheinlich von anderen Chertoks durch die Raubtiere gebracht. Nun wollen wir einen Blick auf einige seltsame Architektur in den verschiedenen Orten, die in einer Sternform zu sein schien. Warum das? Nicht, was Sie denken können. Es gab einen praktischen Grund zum Pumpen von Erdgas. Und der Grund, warum sie starke Mauern bauten, war große Tiere daran zu hindern, den komplizierten technologischen Komplex zu betreten und zu beschädigen. Innerhalb der Mauern bauten sie die Stadt, die eine Gasleitung an der Stelle verfügte. Lassen Sie uns einen Blick auf die Architektur der großen Gebäude mit Säulen. Was ist diese Art von Gebäude für? Der Grund für die vielen Säulen ist, dass diese Elektrizitätsstationen waren die Elektrizität von der Forschung Nikola Teslas Arbeit produzierten und die Stadt mit freiem Strom versorgten. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Architektur der Kirchen Dzerkow auf Russisch. Und der Grund für diese Art von Architektur war die Verbindung mit dem Informationsfeld zu können, zu lernen, zu wissen und zu schaffen. Der Weisen und die Weisen lehrten Kinder an diesen Orten. Obwohl nach der Revolution von 1917 in Russland zerstörte die Regierung die meisten der Kirchen der erstaunlichen Architektur, die viele vedische alte Reliquien hatte. Die berühmte Moskauer Kathedrale von St. Basil war ein vedischer alter Ort von Perun, Sohn von Svarog. Es gab eine große Reparaturarbeit. Die alle sakralen Symbole und Schriften an den Wänden im Inneren zerstörte, und ein weiteres Detail an der Spitze jeder Kirche gibt es eine vertikale Stange mit einigen Kunst verziert. Es hat eine praktische Anwendung, um Energie aus dem Raum etwa zu sammeln. Aber diejenigen, die heute in Kirchen dienen, Klerus und Päpste, haben keine Ahnung von dem eigentlichen Ziel der Architektur. Ähnlich der Frachtkultgeschichte, das gleiche gilt für Kolosseums, die wir dort für Gladiatorenkämpfe genannt wurden, USW, was nicht stimmt. Diese Architektur wurde als Solarkollektor genutzt. Es gibt eine in Tajikistan-Republik, die in den 1970er Jahren gebaut wurde. Jetzt über UFOs, das war unsere Technologie aus unserer früheren Zivilisation, die die Raubtiere heute für ihren eigenen Nutzen und ihre Agenda einsetzen. Deshalb wollen sie nicht darüber reden. Also, lassen Sie uns einen Blick auf dieses Bild und fragen Sie ein paar Fragen, die wahrscheinlich die Menschen im Sinn haben. Wer sind Freimaurerglieder? Wer sind jüdische Envrey in russischer Sprache? Menschen, EV, bedeutet zuerst REJ ist eine Überkreuzung eines Mastes in einem Boot. Jüdische Menschen gaben sich diesen Namen, um zu zeigen, dass sie die ersten und führenden Menschen sind. Nun schauen wir uns einen Clip aus dem Film Transformers an. Hier gibt es einen Hinweis. Religion wurde gebildet, um Gruppen von Menschen auf religiöser Basis zu vereinen. Denn nach der Auslöschung der Bevölkerung vor 236 Jahren war es notwendig, den Menschen etwas zu glauben. Und unsere Vorfahren schickten uns einen sage Woll HV auf Russisch, damit er uns helfen und uns leiten konnte, die Situation zu verbessern. Die Menschen kennen diesen Mann mit dem Namen Jesu Christi, anderer Name ist Radomir. Bei der Geburt wurde ihm der Name Elisä gegeben, aber der Name ist im Moment nicht wichtig. Er wurde von den März, einer jüdischen Gruppe, getötet und dann überzeugten sie die Menschen, eine christliche Religion zu nehmen. Es gibt Fakten über die Durchsetzung der christlichen Religion in ganz Russland mit Schwert und Feuer. Damals wurden viele Menschen getötet, um das Christentum in Russland durchzusetzen. Die Geschichtsbücher sind eine vollständige Lüge. Hier ist ein einfaches Beispiel. Werfen wir einen Blick auf das Jahr 1656, wie es tatsächlich geschrieben wurde, IO56. Ich wurde in eins geändert. Und O wurde zu dem geändert, was zu der Zeit benötigt wurde. Also in den letzten 250 Jahren, die Raubtiere gab uns 2000 Jahre Geschichte. Warum haben uns unsere Vorfahren nicht geholfen? Warum haben sie erlaubt, dass diese schrecklichen Ereignisse auf Midgard Erde auftreten? Der Grund dafür ist dass es an vielen Orten gleichzeitig einen globalen Krieg mit dunklem Wesen gab und unsere Vorfahren nicht über genügend Ressourcen verfügten, um die Situation auf Midgard-Erde zu retten, sodass sie unseren Platz opfern mussten, um andere zu retten. Es ist verständlich, dass es schmerzt, dies zu lernen. Und es ist eine bekannte Tatsache. Dass während des Krieges Entscheidungen getroffen werden und Verluste sind unvermeidlich. Tatsache ist, dass das Leben nie verloren geht. Es gibt kein Ende im Leben. Und unsere Vorfahren senden hier immer Helfer, indiegopersonen, personen Propheten und Magier. Wie Sie sich erinnern, gab es drei ARKs. Spacecrafts zwei wurden zerstört und man ist immer noch hier. Eine Arche wurde repariert und es ist immer in der Nähe und beobachten und bewachen über Midgard Erde jetzt. Es gibt einige Leute, die von den Vorfahren zu einem anderen Chertock gebracht werden. Es ist nicht bekannt, wie viele, und wir sind hier von einem Virus infiziert. So sind wir hier immer noch von Raubtieren besetzt. Liebe Freunde, wir leben in einer erstaunlichen Zeit gerade jetzt auf unserer Midgard Erde und jeder von uns ist hier aus einem Grund. Um unsere Familie zu verteidigen, Familie und Verwandtschaft. Und das Land unserer Väter und unserer Vorfahren ist die Verantwortung eines jeden Menschen, der Menschen des Lichts, bis unsere Sonne, Yarilo, hier auf uns scheint. Es gibt eine weitere Fortsetzung dieses Videos später, weil es noch viel mehr zu erzählen. <laughs>